28. Dezember. Fantasiereise, Neugierde. Setze oder lege dich entspannt hin und schließe deine Augen. Stelle dir vor, du bist draußen in einer schönen Landschaft. Du spazierst über die Felder, vorbei an einem Wald. In einiger Entfernung siehst du ein paar Dörfer liegen. Vor dir ist dein Weg und du folgst ihm freudig und leicht. Du bist neugierig, wohin er dich führen wird. Du gehst einfach weiter, nicht genau wissend wohin. Doch deine Füße setzen Schritt um Schritt, federnd, schwungvoll, kraftvoll. Der Weg schiebt sich unter deine Füße. Du folgst ihm durch die Landschaft, durch diese schöne Gegend. Du bist neugierig, wo du auf dieser Reise hinkommen wirst. Ahnst du es? Neugierig, was du auf deinem Ausflug erfahren wirst? Hast du irgendeine Idee? Du bist neugierig, ob es etwas ganz Neues zu erleben gibt. Etwas, das du noch nie gesehen, noch nie gehört und noch nie erlebt hast. So gehst du immer weiter. In einiger Entfernung siehst du plötzlich eine Stadt auftauchen. Vielleicht kennst du sie schon oder du siehst sie zum allerersten Mal. Und ehe du dich versiehst, bist du bei der Stadt angekommen und siehst, dass sie von einer großen Mauer umgeben ist. Eine mittelalterliche Stadt. Im Näherkommen siehst du ein Tor. Neugierig näherst du dich. Du möchtest schließlich wissen, was sich hinter diesen Mauern verbirgt. In diesem Tor stehen zwei grimmig aussehende Wächter. Und du hast das Gefühl, dass sie dich nicht hineinlassen wollen. Aber deine Neugier ist stärker. Und so gehst du näher heran. Du musst einfach wissen, was es hinter diesen Mauern gibt. An Neuem, an Inspiration. An Erfahrung, an Menschen oder Tieren oder an irgendetwas, das du noch gar nicht kennst. So näherst du dich den beiden Wächtern und sagst ihnen gerade heraus, dass du unterwegs bist, um Interessantes zu lernen. Du bist unterwegs, um immer weiterzugehen, nicht um stehen zu bleiben. Und siehe da, der eine lächelt bereits. Mit der Kraft deiner Neugierde kannst du sie tatsächlich überzeugen. Schon lächeln dir beide zu, öffnen das Tor und wünschen dir weiterhin so viel Mut und so viel Freude auf deine Entdeckungsreise. Und so kannst du durch das Tor hindurch und in diese Stadt hineingehen. Schau sie dir nun an, diese Stadt, in die dich dein Weg geführt hat. Schau dir alles an, was es hier gibt. Die Häuser, die Straßen, die Gassen, die Menschen. Wie wirkt das alles auf dich? Die Bewohner dieser Stadt schauen auch dich an. Auch sie sind neugierig auf dich. Spüre, wie es ist, etwas zum allerersten Mal zu sehen. Zum allerersten Mal zu riechen, zu spüren. Welche Farben gibt es hier? Welche Gerüche? Wie ist die Stimmung? Und so gehst du weiter. Lässt dich treiben durch die Straßen und Gassen dieser Stadt. Du nimmst wahr, wie ein Kind. Und du kannst alles anfassen und ausprobieren, was du möchtest. Während du so herumschlenderst, neugierig, alles betrachtend und erforschend, spürst du mit einem Mal, dass dich irgendetwas ruft. Irgendetwas zieht dich mit einer ungeheuer starken Faszination zu sich. Schau dich um. Was ist es, was dich da ruft? Es könnte ein besonderes Wohnhaus sein oder ein anderes Gebäude, groß wie ein Schloss möglicherweise. Vielleicht ist es auch eine kleine Hütte oder ein Gartenhäuschen. Die Neugierde zieht dich wie magisch dorthin. Du setzt deine Schritte und dann bist du schon da. Du stehst direkt vor dem Gebäude, in dem es irgendetwas für dich zu entdecken gibt. Wieder ist da eine Tür, durch die du hindurch musst. Noch ist sie verschlossen. Was kannst du tun?
Wie kommst du zu dem, was dich so angezogen hat, was dich inspiriert, was dich neu in Bewegung brachte? Schau dich um. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Helfer, ein kleines Krafttier oder ein Engel, der dir hilft, durch diese Tür zu kommen. Deine Neugierde lässt alle rufen, die dir helfen könnten. Und so klappt es tatsächlich. Ehe du dich versiehst, öffnet sich die Tür und du trittst hinein in eine neue Welt. Wieder eine Welt, die du noch nie gesehen hast und die du gerne erkunden möchtest. Du bedankst dich bei denen, die dir diese Tür geöffnet haben und machst dich auf, die Welt dahinter zu entdecken. Wieder gehst du umher. Wieder schaust du dir alles an. Manches kommt dir vielleicht vertraut vor. Oder ist dir hier alles völlig unbekannt? Die Kraft der Neugierde lässt dich alles aufsaugen, was es hier zu sehen und zu erfahren gibt. Sie macht dich zu einem unerschrockenen Forscher, zu einem Menschen mit einem Ziel und großer Freude daran, dieses Ziel zu erreichen. Du willst entdecken und wissen, erfahren und erleben. Deine Neugierde schenkt dir so viele Bilder. Sie gibt dir Farben, gibt dir Formen und Ideen. Und auch, wenn du sie jetzt nicht alle fassen kannst, sie sammeln sich in dir. Auf deinem Weg, hinter dieser Tür, kommst du nun zu einer Treppe. Du folgst ihr, Stufe für Stufe, nach oben. Erstaunlich, dass sie so lang ist. Stufe um Stufe geht es hinauf. Du kannst das Ziel nicht sehen, doch du gehst weiter, getragen von deiner Neugierde. So kommst du schließlich oben an, trittst durch eine weitere, diesmal weit geöffnete Tür und erblickst einen wundervollen Dachgarten. Grün und blühend, weit und duftend, herrlich. Erstaunt blickst du dich um und dankst innerlich der Kraft deiner Neugierde, die dich an so wundervolle Plätze führt. Du hältst erfüllt inne und schaust dir alles an, was es hier gibt. Plötzlich spürst du etwas hinter dir. Wieder scheint es die pure Magie der Anziehung zu sein. Du drehst dich um und siehst wenige Meter vor dir einen wunderschönen Vogel. Sofort weißt du, das ist ein Seelenvogel. Dein Seelenvogel. Wie alte Bekannte begrüßt ihr euch freudig. Er lädt dich ein, dir etwas zu zeigen und sehr neugierig folgst du ihm. Du weißt, dass er dich jetzt an dein Ziel führen wird, dorthin, wo du ganz bei dir bist, vollständig angekommen. Der Seelenvogel nimmt dich auf seinen Rücken und er fliegt in die Höhe hinauf. Ihr verlasst diesen Dachgarten, verlasst die mittelalterliche Stadt. Ihr fliegt über die Landschaft. Und wenn du jetzt einen tiefen Atemzug machst, dann landest du direkt in deinem Körper. Dein Seelenvogel hat dich ganz zu dir gebracht. Du bist bei dir selbst angekommen. Staunend erlebst du dich wieder in deinem Körper. Ja, auch hier kannst du so viel entdecken und erfahren. Du bist so froh über diese Reise, dass du deine Neugierde ganz tief in deinem Körper verankerst. Sie soll dich immer weitertragen in diesem deinem Leben. Vielleicht ist dein Seelenvogel noch bei dir oder schon wieder davongeflogen. Ihr bleibt auf jeden Fall verbunden und du kannst ihn jederzeit wieder in seinem wundervoll duftenden Dachgarten besuchen. Spüre noch einmal die Kraft und die Magie der Neugierde in deinem Körper. Es ist deine Kraft. Atme dann tief ein und tief aus und komm wieder ganz und gar in deinem Alltag an.